Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Tag von mir. Ich mache heute den Reisebuch-Tag, den die liebe Claudia sich ausgedacht hat und ich jetzt mittlerweile schon von der Claudia und ich glaube auch von Christine, wenn ich mich nicht irre, getaggt wurde. Und ich habe den Tag schon unglaublich lange eigentlich vorbereitet, aber ich hatte ja im Januar so das ein oder andere kränkliche und anderweitige Probleme und deswegen bin ich noch nicht vorher zum Drehen gekommen, freue mich jetzt aber umso mehr, den Tag abzudrehen. Es sind 10 sehr spannende Fragen, ich habe auch einige Bücher hier, Bücher, die ich nicht hier habe, blende ich euch ein und ihr findet das Video von Claudia unten in der Infobox, ihr findet alle Bücher, die ich hier vorstelle, in der Infobox. Schaut da also gerne mal vorbei, wenn ihr euch dafür die Bücher mehr interessiert und natürlich auch die Fragen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja die Fragen gerne auch in den Kommentaren beantworten. Wenn ihr vielleicht selbst keinen YouTube-Kanal habt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr vielleicht die ein oder andere Frage in einen Kommentar packt. Und wir starten mit der ersten Frage. Once a Lifetime Trip, die Reise deines Lebens. Welches Buch hat dich nachhaltig berührt? An welches Buch musst du immer noch denken? Und das ist unter anderem, also es ist sehr schwierig bei so einer Frage, nur ein Buch auszuwählen, aber ich glaube definitiv, dass ich sehr häufig an die Passage-Trilogie von Justin Cronin denke. Ein Buch, das mich gerade in dieser apokalyptischen Genre, in dieser düsteren Science-Fiction sehr nachhaltig beeindruckt hat, beschäftigt hat und immer noch unglaublich nachhalt. Und das ist nicht nur der Übergang, das ist auch die 12 und die Spiegelstadt. Und für mich in diesem Jahr definitiv ein Reread-Kandidat. Ich würde unfassbar gern die Hörbücher hören. Ich glaube, dass die alle gekürzt sind, was ich sehr schade fände. Aber das ist eine Reihe, der ich mich demnächst auf jeden Fall mal wieder hingeben muss. Und eine Reihe, die unfassbar tiefgründig erzählt, was eben passiert, wenn so ein Virus ausbricht, wenn Lebewesen ähnlich Vampire umherstreifen und man eben ja irgendwie eine Art Heldin, ein junges Mädchen hat, das dem sich widersetzt. Und es klingt so banal, ist aber großartig und ja, schreckt auch ab mit, ich glaube, insgesamt über 3000 Seiten hat, glaube ich, die ganze Reihe. Und aber sie ist jede Seite wert, keine Seite ist langweilig und ich habe heute noch Bilder, Filmabläufe in meinen Träumen von der Reihe und ich finde, das sagt schon alles. Und eine tief beeindruckende Reihe, die mich wirklich sehr gefesselt hat. Zweite Frage, Völkerverständigung. Zeige ein Buch von einem Autor, der weder auf Deutsch oder Englisch im Original geschrieben hat. Und was passt da besser als die Hexersage von Andrzej Sapkowski. Das Erbe der Elfen ist jetzt der erste Teil, den ich noch nicht gelesen habe. Ich habe bisher nur die 2 Kurzgeschichten, die vorher vor der Reihe spielen, gelesen. Der letzte Wunsch und die Vorsehung der Schwerter, des Schwerts. Ich habe schon wieder verdrängt. Die sind aber jetzt, das Schwert der Vorsehung, so rum. Die sind aber in der überarbeiteten Fassung jetzt, glaube ich, auch erst Ende Januar rausgekommen, während jetzt die Hexersage mit ihren 5 Teilen in dieser wunderschönen Ausgabe jetzt erst schon erschienen ist und auch der erste Teil schon bei mir eingezogen ist. Und es gibt dann hinten einen wunderschönen Buchschnitt, also oder ein Buchrücken, der Schnitt ist ja das, aber ihr wisst. Der Ursprung der Geschichte ist im Polnischen. Wir haben hier einen polnischen Autor. Es gibt, glaube ich, auch Verfilmungen, die auf Polnisch schon spielen. Jetzt ist natürlich der Hexer The Witcher gerade so in aller Munde durch die Netflix-Serie, die ich ja sehr, sehr gelungen fand. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf die eigentliche Saga nach den Kurzgeschichten und freue mich auf die Entdeckung dieser Welt, die weder auf Deutsch noch auf Englisch spielt und ich wohl nie in ihrer ursprünglichen Sprache lesen werde, weil Polnisch, da kriege ich nichts hin. Also das ist ja, nein, nie irgendwas gelernt. Und von daher muss ich mich da dann mit der Übersetzung zufrieden geben und tue das aber sehr gerne und freue mich auf diese Reihe. Dann Fantasy-Reise. Welche fiktive Welt hat dich am meisten begeistert? Ja, ich glaube, ich muss da gar nicht mehr viel sagen. Ich habe stellvertretend ein kleines Büchlein aus dieser Welt. Es ist natürlich Mittelerde von J.R.R. Tolkien. Ja, also seit über 20 Jahren begleitet mich diese Reihe
alle 2-3 Jahre wird sie gereadet, werden andere Bücher aus dem Mittelerde-Universum gereadet, werden entdeckt. Es gibt eine Wahnsinnswelt, die Tolkien geschaffen hat. Die Verfilmungen von Peter Jackson sind großartig, bis auf der letzte Teil vom Hobbit. Da muss man Abstriche machen. Und ich freue mich auch sehr auf die Serie, die jetzt ja bei Amazon Prime kommt, ich glaube 21. Und hier im kleinen Format die Lieder der Hobbits, eben auch in der Größe, wie ein Hobbit-Buch wäre. Und für mich eine Welt, die so groß ist, so toll ist, so tiefgründig erzählt ist. Wenn man bedenkt, dass Tolkien sich eigentlich nur eine neue Sprache ausgedacht hat und dann gesagt hat, dass so eine Sprache allein ist ja irgendwie langweilig. Ich erschaffe da mal eine Welt und was daraus wurde und dass sie uns heute noch so begeistert. Und wohl immer meine Welt und das Auenland ist mein persönliches Paradies, in das ich gehe, wenn ich denn mal die Welt verlasse. Und ich glaube da fest dran, dass mein Himmel oder danach aussieht wie das Auenland und ich dann barfuß durch die Wiesen laufe und ja. Man darf ja an irgendwas glauben und so ist das hier bei mir mit Mittelerde. Vierte Frage, Übergepäck. Zeige ein schweres, seitenstarkes Buch aus deiner Sammlung. Ja, was soll ich sagen, ich habe es nicht hochgeschleppt, denn es handelt sich dabei um einen Stephen King und alle Stephen Kings bis auf die Sub-Kings stehen ja bei meiner Mama unten in der kompletten Sammlung. Da bringe ich immer ganz brav alle gelesenen Kings hin oder auch wieder zurück. Und dann kann meine Mama lesen oder hat sie schon gelesen. Und bei mir stehen, glaube ich, aktuell nur 3 oder 4 Kings da, die auf dem Sub sind. Mit aber wohl um die 1300 Seiten wohl tatsächlich stärkstes Buch, was irgendwie hier im Regal steht, müsste es die Arena sein von Stephen King. Ein wirklicher, also ein Wahnsinnsbuch. Ich glaube, The Stand hat noch ein paar mehr Seiten, ist aber eben nicht in meinem Regal. Ich hatte auch noch überlegt über die das Lied von Eis und Feuer, wobei die kommen wahrscheinlich immer nur so knapp auf 1000 Seiten in der Originalsprache. Ich glaube tatsächlich, dass der Anschlag mit das dickste Buch und seitenstärkste Buch hier ist. Und der Anschlag, nein, die Arena natürlich, also auch vielen bekannt durch die Verfilmung Under the Dome, wie es ja eigentlich heißt, was ich auch vom Titel nicht ganz so verräterisch finde wie die Arena. Da kann man sich durchaus relativ schnell vorstellen, um was es geht, während es bei Under the Dome ja ein bisschen offener ist. Aber ja, ein wirklich gelungenes Buch. Die Serie war zumindest Beginn, so erste Staffel, noch gut, hat dann aber noch recht nachgelassen und mit Merkwürdigkeiten so, ja. Aber sie zeigt eben dieses Städtchen, was unter einer Kuppel ist. Und wie da Menschen eben austicken, wenn oder auch überhaupt ticken, wenn so etwas passiert. Also faszinierende Persönlichkeitsuntersuchung, sagt man nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, mit 1300 Seiten definitiv wohl das stärkste Buch in meiner Sammlung. Urlaubsflirt. Ja, Frage 5. Welcher Charakter wäre dein Sommerschwarm? Ach, mir sind da tatsächlich so einige eingefallen, aber relativ aktuell aus dem letzten Jahr würde ich wählen, Luke aus der Home Sweet Home Reihe von der lieben Jackie Fago. Das ist der erste Teil der New York Love Stories, hat mittlerweile ein neues Gewand bekommen, das ist jetzt noch das alte Cover. Und Luke ist einer von 3 Geschwistern, die es nicht immer ganz leicht in ihrem Leben hatten, aber er ist ein absoluter Frauenschwarm, ein Lebenskünstler, ein Partyorganisator, sexy, chaotisch und absolut liebenswert. Und zudem ist er in New York und ich finde, wo könnte man einen Sommerschwarm besser treffen, wenn nicht unbedingt an einem Strand, dann vielleicht in New York City und mit ihm das Partyleben genießen. Und ich habe Luke sehr schnell ins Herz geschlossen und ich dachte relativ schnell auch an ihn und dachte, ja, wenn man so ein bisschen ein zeitnaheres Buch nimmt, dann ist es definitiv Luke, den ich sehr gerne habe und über die ganze Reihe hinweg auch wirklich sehr, sehr mochte. Und der mir auf jeden Fall so einen Sommer versüßen könnte. 6. Frage, Reisefood Diary. Welches Buch ist kulinarisch ein Leckerbissen? Und mit der Frage habe ich mir unfassbar schwer getan, weil ich zwar schon 2-3 Bücher hatte in der letzten Zeit, wo es irgendwie um was zu essen ging. Ich wollte jetzt aber auch kein reines Kochbuch zeigen. Aber dann ist mir, der pinke Pfirsich wieder eingefallen.
von der lieben Laura Newman in 5 Tage mit dir. Und in ihrem Liebesroman aus dem letzten Jahr wird definitiv unfassbar viel gegessen und auch viel getrunken. Das muss ich ganz klar sagen. Der Weinkonsum, ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag könnte, aber wir haben da auch schon in der Testlesegruppe sehr darüber geschmunzelt. Aber es wird auch sehr viel gegessen und es ist hinten auch ein leckeres Rezept drin, von Pfirsichtörtchen. Und ich habe es noch nicht nachgebacken, finde aber, weil Lavendelsirup enthalten ist, das auch mega spannend. Und ja, werde, denke ich, da auch mal im Frühling, Sommer nach dem Rezept backen. Eine Liebesgeschichte mit einem kleinen Roadtrip durch Frankreich und ja, eben mit auch kulinarischen Einflüssen, was unterwegs so am Wegesrand vernascht wird und eben durchaus auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wein. Lektüre, wo davon geschwärmt wird, wie lecker eben auch Wein sein kann. Und ja, selbst mir als nicht unbedingt großer Weintrinker hat das doch ganz Spaß gemacht, so da die ein oder andere Geschmacksknospe zu erleben, die eben die Protagonistin erlebt. Eine tolle Liebesgeschichte mit Roadtrip durch Frankreich, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und eben ein pinker Pfirsich, was ich sehr großartig fand. Ja, dann 7. Frage, Reisesouvenir. Zeige das schönste Buch aus deiner Sammlung. Und hier musste ich auch gar nicht groß lange nachdenken. Es blieb eigentlich nur eine Reihe, beziehungsweise davon dann speziell die Schmuckausgaben. Und ich halte es nur ganz kurz hoch, weil es unfassbar schwer ist. Oh. Ja, es sind die Schmuckausgaben von Harry Potter. Ich finde die einfach wunderschön. Ich finde die ganz toll gestaltet, von der Covergestaltung bis zu den Illustrationen im Innern, wie auch der Text gesetzt ist. Ich finde das wunderschön. Und ich habe den 4. Teil zu Weihnachten bekommen, bin schon sehr gespannt, werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit rereaden. Ich habe ja begonnen mit den Hörbüchern und werde, denke ich, dann jetzt demnächst auf jeden Fall dann auch weitermachen. Und der Feuerkelch wird dann eben von mir in der Schmuckausgabe gelesen. Oder ich höre das Hörbuch und blättere währenddessen in der Schmuckausgabe. Ich finde die einfach wunderschön. Sie sind brechend schwer, sie sind vergleichsweise teuer, aber ich sag mal, für echte Fans ist das einfach ein Muss und sie sind einfach wunderschön. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich weiß noch nicht, wie sie es ab Band 5 machen wollen. Band 5 ist ja der dickste der Geschichte oder der 7. Auf jeden Fall kann ich mir noch nicht vorstellen, wie sie das in dieses Format packen wollen, wenn dann ein Buch fast doppelt so dick ist. Bin ich schon gespannt und hoffe jetzt nicht, dass sie es unbedingt splitten oder so, aber mal sehen, was sie sich da einfallen lassen. Ja, Frage Nummer 8, Reise in die Zukunft. Welches Buch möchtest du unbedingt noch lesen? Und ja, die habe ich beide gerade gar nicht mit hergenommen. Ja, zum einen ist es Insaney von Kerstin Merkel. Ich fand ja Silence von ihr wirklich grandios, habe ich 2018 im Urlaub, glaube ich, gelesen. Und Insaney ist ja der Debütroman von Kerstin Merkel und ich bin sehr, sehr gespannt, was mich hier erwartet. Spricht mich sehr an, nicht nur die Gestaltung, sondern auch der Stil von Kerstin Merkel hat mir eben schon so gut gefallen. Und deswegen, glaube ich, ist das dieses Jahr dran. Und ich würde auch gern die 7-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley beginnen und lesen. Ich habe die vereinzelt immer mal wieder auf der Wunschliste. Es spricht mich nicht unbedingt jeder Band gleich stark an. Aber ich glaube, wenn man einfach immer mal wieder einen Band hört, und ich glaube, ich greife hier tatsächlich zum Hörbuch, könnte das wirklich was Großartiges sein. Und das wären so die zwei Kandidaten von Büchern. Habe ich schon auf dem Sub, das andere wäre noch auf der Wunschliste, was ich unbedingt demnächst mal lesen möchte. 9. Frage, Touristenfalle. Welches Buch hat sich nicht gelohnt zu lesen? Auch hier habe ich zwei Bücher. Zum einen Der Höllenkönig von James Abbott. Der ist mir direkt eingefallen, weil das eine unglaubliche Enttäuschung, ich glaube, in 18 war. Ein Buch, das unfassbar spannend, zwar auch brutal, aber irgendwie mich neugierig gemacht hat. Ein cooles Cover hat, wie ich euch einblende. Und ich mega gespannt war, was es hier mit dem Höllenkönig auf sich hat, der hier in einem Gefängnis ist und ausbrechen will. Und gefühlt ist der Klappentext in 50 Seiten passiert und danach ist die Geschichte abgedriftet in die Richtung, die mir überhaupt nicht gefallen hat und ich habe das dann auch abgebrochen. Und tatsächlich auch abgebrochen war dann das Lavendelzimmer von Nina George. Eigentlich hatte ich ein Buch vorher von ihr gelesen, was ich großartig fand, aber
Ja, mit dem Lavendelzimmer wurde ich nicht so richtig warm, was ich sehr schade fand. Ich habe noch zwei Bücher von ihr hier auf dem Sub. Ich glaube, die möchte ich demnächst auch einfach mal anlesen und sehen. War es einfach nur ein Ausrutscher beim Lavendelzimmer, aber das hat mich irgendwie nicht in den Bann ziehen können. Leider. Und die letzte Frage ist dann, zu Hause ist es am schönsten, welches Buch spielt in Deutschland? Und es gibt relativ viele Bücher natürlich, die in Deutschland spielen. Da könnte man jetzt auch jeden Thriller von Sebastian Fitzek hernehmen. Aber nein, ich bin ein Fan von Adriana Popescu und so muss auch einfach Lieblingsmomente von ihr gezeigt werden. Ein Buch, was auf einen Reread wartet, ganz definitiv. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsbücher. Gehört für mich auf jeden Fall in die Top 10 der Lieblingsbücher. War das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, was ich von einer lieben Freundin auch geschenkt bekommen habe und was auch einige Markierungen tatsächlich hat, was mir gar nicht mehr so bewusst war. Und ich glaube, dieses Buch muss demnächst einfach gelesen werden. Man muss Tristan und Leila, genau, ja, wie der Song. Ja, seht ihr, es bringt mich direkt zum Schmunzeln. Muss man einfach demnächst lesen und es ist ja sogar auch signiert worden von der lieben Adriana und auf irgendeiner Buchmesse habe ich das mal mit rumgeschleppt und ich glaube, dass, ja, das muss unbedingt mit. Die meisten Bücher von Adriana spielen in Deutschland, manchmal auch so ein bisschen Roadtrip-mäßig in Europa, aber Lieblingsmomente ist so das Buch, was mir gefühlt wirklich mit als erstes eingefallen ist. Und das waren sie jetzt auch schon, die 10 Fragen zum Reisebuch-Tag. Ich muss hier mal kurz den Wälzer weglegen, dann kann ich nicht mehr länger festhalten. Ja, die 10 Fragen von der lieben Claudia, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und ich hoffe, euch hat das Video auch Spaß gemacht. Guckt gerne direkt mal bei Claudia vorbei, schaut euch das Video zum Tag bei ihr an und schaut euch bei ihr gerne um. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir zu den Büchern, die ich euch jetzt vorgestellt habe, vielleicht ein bisschen Feedback gebt, ob ihr die kennt, ob ihr die auch toll findet, ob ihr die auch feiert oder ob die eben auch gar eine Enttäuschung waren. Und vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, eure Antworten auf die Fragen in den Kommentaren, würde ich mich auch sehr freuen. Alle Infos unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.